einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Auf dem Weg zum Feld. Ein bisschen Lenkprobleme. Ich bin mal gespannt, wann der Krüger wieder auftaucht. Der müsste nämlich einige Gerätschaften bei mir mal warten. Unter anderem eben auch den Drecker hier. So, was mache ich mit dem Elefantengras? Was mache ich damit? Ist das nicht einfach mähen? Vielleicht kann ich das mähen und silieren. Ja, aber dafür bringt es mir nichts. Ich wollte es mir eigentlich in meine Produktion einfüllen. So war eigentlich mein Plan. Von Müller. Jo, Volker hier, servus. Servus, ich kann gerade nicht zu dir, ich stehe kurz vor deinem Hof. Was ist los? Der Polizist hat mich angehalten und eine allgemeine Verkehrskontrolle. Jetzt weiß er nicht, ab wie viel Prozent, also per Wartung, wie viel Prozent der Traktor gewartet werden muss und dass er nicht mehr weiterfahren darf. Wie viel hast du denn? Der Traktor laut Display hat er gerade 46%, der Frontlader 76,2% und das Frontladerwerkzeug hat 39,7%. Dann ist der Frontlader müsste wahrscheinlich stehen lassen. Ups. 50, soweit ich weiß. Ja. Er war sich halt nicht sicher. Wobei es ein Anbaugerät ist, da können wir auch ein Auge zudrücken. Ja. Im Trecker auf jeden Fall kommt es ja noch ein bisschen. Ja. Hoff mal, er kontrolliert ich nicht. Ich hätte gesagt, dass ich schnell zum Wind renne und einen Tieflader hole. Ja. Okay. Gut, und was war dann dein Plan? Zu dir kommen. Okay, ich bin gerade auf dem zweiten oder auf dem ersten Pachtfeld am Ansehen. Ja. Ich bin noch nicht sicher, ob ich jetzt das Elefantengras häckseln soll, weil da kostet der Häcksler die Miete kostet Minimum 23.000. Das wird sich nicht lohnen, denke ich. Okay. Oder ja. Aber wir warten bis nächste Woche, ob der Krüger dann wieder da ist. Ja, wenn nicht, häckseln müssen wir es halt unbedingt. Wenn nicht, hole ich meine Mähwerke von oben. Kann man das einfach mähen? Denke ich mir, wenn man das häckseln kann, dann denke ich mir auch, dass man warte, mit einem Maishäckselgebiss oder. Nee, muss. Ja, mit einem Häcksel. Maishäcksler. Ja, das ist halt das. Ja, gut, es ist ja eigentlich Gras, deswegen denke ich mir, dass man das auch eventuell abmähen kann. Dann noch Elefantengras. Denke ich mir. Ich wollte es halt als Elefantengras in den Dingen, in meine Produktion einfüllen. Also wenn der dich weiterlässt,
weiß nicht, ob wir einfach beim Krüger mal gucken sollen, ob da ein Mehrwerk rumsteht. Ja, kann ich mal gucken. Wenn nicht, ich kann auch, wie gesagt, meine Mehrwerke von oben holen. Ich habe ja das große Pettinger. Oder wir gucken, ob bei ihm ein Häcksler rumsteht, dann leihen wir uns den einfach aus. Ja. Wäre vielleicht günstiger. Einmal die Blaubeeren, die haben ja auch Silage. Da meinst du, die haben auch einen Häcksler? Ich denke mir, weil Silage brauchen wir, man kann ja aus Gras und Mais machen. Ich weiß jetzt nicht, ob die nur aus Gras Silage machen oder ob die auch mit Mais Silage machen. Das wäre eine Idee, die kann ich mal fragen. Dann rufe ich mal die Blaubeeren an. Jo. Gut, danke. Ciao. Ciao. Klingelingeling. Wir haben Blaubeer. Jupp, Volker Baruna, servus. Hi Volker, grüß dich. Und wie schaut's aus? Ja, stressig heute. Die anderen beiden sind im Urlaub. Die haben sich mal über die Ostern freigenommen. Die anderen beiden? Ja, unser Praktikant und Patrick. Ja, stimmt. Ich dachte doch. Jürgen hat sie bestimmt aus dem Staub gemacht. Nee, alles gut. Die sind im Urlaub. Okay. Ich wollte mal wissen, ob ihr einen Häcksler habt. Ein Häcksler? Ja. Nee. So reich sind wir doch noch nicht. wie macht ihr dann eure Silage? Im Fermenter. Oder im Silo. Ja, hallo. Stopp! Hallo? Moment. Ja, jetzt. Du sollst das Telefon wegpacken beim Trecker fahren. Ich hab Freisprecher nicht. Achso. Moment. Mein Lenkrad geht nicht mehr. Das GPS hat sich hier aufgehängt. Aber wie. Achso, ihr häckselt, ihr mäht dann ganz normal? Genau, wir machen Grassilage. Nur Gras? Ja. Fällt bei euch da auch Elefantengras drunter? Nee, hast du Elefantengras? Aber das ja, soll gutes Brennmaterial sein, habe ich gehört. Hä? Das soll aber gutes Brennmaterial sein. Eben, deshalb. Ich wollte es eigentlich klein machen und dann einfüllen in meine Produktion. Achso. Aber ein Häcksler, da kann ich dir leider nicht mit ihnen. Schade. Kann man das sonst irgendwie noch ernten? Hast du da Erfahrung? Kann man das nicht auch mit dem Gebiss? Nee. Ja, mein Maisgebiss hatte Neumann gesagt. Also Maisgebiss hätte ich. Achso, nee. Maishäckselgebiss. Achso, nee. Okay. Nee, sonst andere Erfahrung hätte ich da auch nicht. Okay, schade. Ja. Gut, aber dann, wie schaut's denn aus? Du wolltest irgendwann mal nochmal was bestellen? Ja, ich werde die Woche mal schauen, was wir da noch so alles brauchen. Und wenn die anderen beiden wieder da sind, würde ich wieder eine Bestellung bei dir aufgeben. Okay, gut. Aber da fällt dann so, Papier hatten wir, glaube ich, schon drüber gesprochen letzte Mal, ne? Jupp, habe ich 64.000 auf Vorrat Minimum. Ja, und Paletten und Kartons hat mir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Aber ich muss erst genau durchschauen, wofür, wie viel brauchen. Ja. Okay. Du. Gut, weiß ich mal Bescheid. Alles klar. Danke dir trotzdem. Jo, ciao. Bis dann, ciao. Schade. Wäre jetzt zu schön und zu einfach gewesen. Klingelingeling. Herr Müller hier? Jo, bist du immer noch aufgehalten? Ja. Das geht ja nicht. Mach dir mal Dampf hier. Ich kann das Telefon weglegen und mit dir reden. Ich einfach gleich losreißen. Ja? Einsteigen und losfahren. Ja, das nicht. Dann entziehst du dich wieder der Staatsgewalt. Aber schwatz ihn einfach mal an. Er hat telefoniert. Ja, unterbreche ihn und frag mal, wie lange es noch dauert. Kann ja nicht sein. Jo, ciao. Ciao. Alter, der Polizist, der erlaubt sich Sachen, das gibt's gar nicht.
Also ich bin wirklich so langsam etwas abgeneigt von ihm. Vielleicht bräuchte man einfach wieder einen neuen Polizisten. Der fühlt sich hier zu wohl. Immer wenn sich die Polizei zu wohl fühlt, dann macht sie Blödsinn. Weiß auch nicht. Was die sich immer überlegen. So, guten Morgen! Guten Morgen. Ganze Nacht haben wir durchgesät. Haben wir natürlich ein Problem, ne? Ja, klar. Ist aber nicht so wild. Ist nicht so wild. Kriegen wir hin. Hoffentlich macht der Polizist bei mir keine allgemeine Verkehrskontrolle, weil mein Trecker ist auf jeden Fall, muss auf jeden Fall zum Service. So, Dünger wird gleich leer gehen. Bräuchte ich dann auch einen neuen? Die Düngetechnik, der Pflanzenschutztechnik gekostet. Das heißt, es gehen noch 38 weg, dann haben wir noch 25. Haben wir dann noch. Könnte ich wahrscheinlich schon Dünger kaufen. Ja, was ist jetzt los? Volker! Bin endlich frei. Was ist los jetzt? Ja, er war zu tief noch im Gespräch. Wie, der hat dich vergessen oder was? Hä? Er war zu doll in seinem Gespräch vertieft und er hat einfach mir nur vergessen, dass ich schon seit einer Stunde weiterfahren darf. Sein Vollpfosten. Ja. Durftest du weiterfahren? Ja, aber nur noch bis zu Windshof. Danach muss ich bitte anrufen, dass er da auch nur ist. Und dann musst du den Frontlader abstellen, oder was? Ah, ne, den Trecker. Ne, den ganzen Traktor, der wird jetzt doch lange lahmgelegt. Heißt, ich muss dann hochlaufen und mein Fenster. Nee, du könntest bei mir am Hof den Tatra dann nehmen. Mhm. Haben wir da noch einen Anhänger? Den Joskin haben wir noch. Ja. Und da damit... steht auch noch mein Anhänger. Hä? Mein Anhänger steht auch noch oben. Bei dir? Ja. Ja, es ist jetzt nicht so wild. Weil ich bräuchte Dünger. Mhm. Dass du dann zum Neumann fährst und mal so 10.000 Liter oder so holst. Ja, mache ich. Rechnung schickst du dann mir. Ja. Okay. Das wäre optimal. Ja. Gut, dann bis später. Jo, ciao. Ciao. Ach, warte, ich wollte das zurücksetzen, weil die Sämaschine ist ausgegangen. Weil der Dünger der ist. Hä? Warum säten die jetzt nicht mehr?
Okay, hat ja dann zum Glück nochmal funktioniert. Dass er nicht zu viel Ärger schon wieder bekommen hat. Das wäre doof, wenn der Müller schon wieder im Knast landet. Aber naja, hat er nochmal hingekriegt. So, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir fahren jetzt dann die Reihe noch zu Ende, die andere. Dann müssen wir noch das Vorgewende machen und dann sind wir fertig. Aber für heute, diese Folge war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.